OER-FAQ. 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 Viele Namen, eine Suchmaschine für alle Fragen rund um Open Educational Resources. OER-FAQ wurde mit einer Vision konzipiert. Akteure in allen Bildungsbereichen bekommen genau die Unterstützung, die sie brauchen, genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie Informationen benötigen. An dieser Stelle ist es wichtig zu differenzieren, dass OER-FAQ keine Suchmaschine für OER, also für konkrete Materialien ist, sondern für Fragen rund um OER. Hier findet man über 250 Fragen und Antworten zu OER-relevanten Themen, von Creative Commons bis zu Werkzeugen für OER. Die Inhalte sind aus qualitätsgesicherten Publikationen zu OER übernommen worden. Dafür wurden bewährte und zuverlässige Quellen ausgewählt. Bei der Software handelt es sich ausschließlich um Open-Source-Komponenten, basierend auf der Grundarchitektur von WordPress. OER-FAQ ist also selbst ein Stück OER. Was spricht für die Nutzung von OER-FAQ? Wir stellen uns vor, dass Menschen an ihren konkreten Arbeiten zu OER sitzen und immer dann, wenn sich eine Frage ergibt, diese in die OER-FAQ eingeben und umgehend eine Antwort bekommen können. Mit den richtigen Suchbegriffen werden die passenden Informationen übersichtlich angezeigt. So einfach kann es gehen. Man findet die Antworten genau dann, wenn sich die Frage stellt. www.oer-faq.de. Die Suchmaschine für alle Fragen rund um Open Educational Resources.